Leut von da, das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die schönste Region Franken. Schönen guten Morgen, 3:03, Leut von da, heute mit Thomas Lutz. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, dich haben wir gar nicht so bald aus dem Bett holen müssen, weil du hast gerade gesagt, du bist Frühaufsteher. Ich bin Frühaufsteher, ja. Mein Hund fordert ja auch sein Recht. Von daher geht's früh gleich los. Insofern kein schlechtes Gewissen. Thomas Lutz, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Kissingen. Es gibt eine Menge, worüber wir uns unterhalten werden. Jetzt gibt's gleich noch die Veranstaltungstipps. Ich weiß gar nicht, ob einer von Kissingen dabei ist. Da muss ich dann direkt nochmal gucken. Aber ansonsten legen wir gleich los mit Leut von da. Und ich verspreche Ihnen, es wird interessant. Michel Tello mit sehr sommerlicher Musik. Wir haben uns gerade ein bisschen über Musik unterhalten, Thomas Lutz und ich. Der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Kissingen, ist überhaupt der richtige Begriff, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit? Ah, nicht ganz. Eigentlich ist es Leiter Stadtmarketing. Leiter Stadtmarketing. Fachressort Kissinger Sommer und Rakuzifest. So ist okay. Also Leiter Stadtmarketing mit Fachressort Kissinger Sommer und Rakuzifest. Diese Frage müssen wir als allererstes klären. Heißt es jetzt Rakozzi, Rakocci, Rakozzi, Richtig ausgesprochen, Betonung auf der ersten Silbe, Rakozzi. Sagt aber kein Kissinger, ne? Sagt kein Kissinger, der Franke mag das so nicht, da ist Rakocci-Fest, aber Rakozzi-Fest wäre richtig. Okay, haben wir das mal geklärt. Ich glaube, das ist auch für alle Kollegen von mir, die gerade zuhören, total wichtig, weil jeder immer überlegt, wie spreche ich es eigentlich richtig. Ja, die müssen alle 1 Euro in die Kaffeekasse ab jetzt werfen, wenn es falsch ausgesprochen wird. Da könnten wir reich werden, das wäre eine schöne Sache. Du wirst reich, ja. Ja, das wäre mir ein Anliegen, da arbeite ich seit Jahren dran hin, hat noch nicht geklappt. Sowas wie das, was wir gerade eben gehört haben. Michel Tello oder so. So sommerliche Musik im Moment in Kissingen angesagt, jetzt wo ihr den Stadtstrand eröffnet habt? Ja, natürlich, absolut. Gestern Abend erst erlebt und zwar war ich dann nach dem David Garrett Konzert nochmal schnell auf dem Stadtstrand, hab das nochmal genossen, tolle Stimmung gewesen, schönes Flair, tolles Ambiente, also hat einen fulminanten Start hingelegt, unser Stadtstrand. Sind wir ganz begeistert. Über den werden wir noch ausführlich reden. Jetzt wollen wir dich erstmal als Person ein bisschen vorstellen. Wie wird man denn Leiter eines Stadtmarketings? Das ist ja kein Lehrberuf, ne? Naja, nicht ganz. Okay, Irrung und Wirrung des Lebens, ganz normal. Als Quereinsteiger dazugekommen, über die Kultur dann ins Marketing gekommen, dann wieder zurück zur Kultur, zwischendurch mal in der Polizszene ein bisschen unterwegs gewesen als Leiter des Büros Oberbürgermeister in Bad Kissing. Aber jetzt dann eigentlich wieder so den richtigen Hafen gefunden. Also da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Das merkt man dir auch an, du hast da eine Menge Spaß dabei. Jetzt bist du ja, sag ich mal, despektierlich gesagt, für Kissinger Verhältnisse mit 46 Jahren eigentlich fast noch zu jung für die Stadt, oder? Ist das ein Vorurteil? Das ist definitiv Vorurteil und Irrglaube. Nein, also ich bin natürlich gebürtiger Kissinger, komme in Erlenbach groß geworden, meine Ausbildung in Bad Kissing gemacht und dann auch immer Bad Kissing treu geblieben. Zwar sehr oft in Bad Kissing bei nur 2 Arbeitgebern 11-mal den Arbeitsplatz und das Ressort gewechselt, das ist eigentlich eine Menge, spannend gewesen, ja. Aber mit Herzblut dabei in meiner Stadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich liebe mein Städtchen und von daher fühle ich mich da in keinster Weise irgendwie zu jung, sondern die Lebensqualität in Bad Kissing ist schon sehr, sehr hoch, gerade für junge Menschen auch und junge Familien. Das ist ja das, was mich immer wieder verblüfft. Man hat ja eben genau dieses Vorurteil, ne, das ich jetzt auch bewusst dann eingesetzt habe, obwohl ich selber ja auch nicht so sehe. Auf der anderen Seite ist Kissing ja eine Stadt, die ewig viel für die Jugend macht. Wenn ich mir denke, was es an Open-Air-Konzerten gibt, was es an Partys gibt, es gibt den Stadtstrand, es gibt Diskotheken. Also durchaus eine Stadt, wo man auch als junger Mensch Spaß haben kann. Definitiv ja. Natürlich ist immer der Name Bad Kissingen, bekannteste Kurstadt Deutschlands, der Überbegriff. Das überlagert natürlich so ein bisschen alle weiteren Entwicklungen, die wir die letzten 2 Jahrzehnte eigentlich vorgenommen haben in Bad Kissingen. Von der Entwicklung her ist es so, dass wir Zuzug bei den jüngeren Familien haben. Zwar dezent, aber wahrnehmbar, ganz natürlich. Und haben natürlich auch vom Angebot her da deutlich aufgebessert. Also was du alles sagst, Thema Vereinsleben für die Familien, was ganz, ganz wichtig ist, sind wir unheimlich gut aufgestellt. Da haben wir vom, ach Gott, Fechten über Fußball, Tennis, Kanufahren, ist alles geboten. Von daher sind wir da sehr, sehr positiv für unsere Altersstruktur, auch sehr jugendlich aufgestellt. Ja, das wandelt sich auch so ein bisschen. Bekannteste Kurstadt Deutschlands seid ihr nach wie vor. Nichtsdestotrotz wird's mit der Kur ja brutal gesagt immer weniger, ne? Also ich sehe immer mehr Urlauber bei uns. Das ist die Kurzaufenthalte, 3-4 Tage nehmen immer deutlicher zu. Die Tagesausflügler nehmen natürlich immer mehr zu. Wir haben jetzt auch wieder nach den neuesten Zahlen die 1,5 Millionen Übernachtungsgrenze geknackt, wieder geknackt. Das sind natürlich tolle Entwicklungen, die wir da verspüren. Jetzt ist Kissingen eine Stadt, die aber trotzdem auch ganz stark in der, was ja auch sehr positiv ist, in der Tradition verhaftet ist. Ja,
man darf die Wurzeln nicht vergessen, sollte man nie vergessen. Wir haben unsere Werte, wir haben unsere Prachtbauten, den Regentenbau, Arkadenbau, die Wandelhalle, unser Kurtheater. Das sind natürlich richtige Pfunde, die wir dem Freistaat Bayern auch zu verdanken haben und unserer Historie zu verdanken haben. Und die gilt es natürlich vernünftig und sinnvoll zu bespielen. Und das, denke ich, bekommen wir ganz gut hin in Bad Kissing. Definitiv. Und darüber werden wir gleich reden. Wir werden nämlich gleich über den Kissinger Sommer reden. Das ist, glaube ich, so das nächste große Ding, was ansteht. David Garrett war ja gestern schon mal ein Vorgeschmack, ne? Gestern ein Wahnsinnskonzert von David Garrett. Streng klassisch. Brahms wurde gespielt, zusammen mit Julian Quentin. Ein fantastisches Konzert. Also ich bin immer noch ganz begeistert, war ganz berauscht nach dem Konzert. Und das hat man dann auch in dem Saal, im absolut ausverkauften Max-Littmann-Saal, dann verspürt, dass da ja richtig gute Laune entstanden ist. Ja, das hagelte Zugaben, habe ich gehört, ne? Es waren 4 Stück, es war Standing Ovations, es war fantastisch, was da abging. Und das ist, wo man David Garrett ja immer unterstellt, er wäre immer relativ schnell wieder von der Bühne runter, aber scheinbar ist er dann wirklich bei seinem Klassik-Ressort und wenn er die Begeisterung ihn so mitnimmt, dann auch einer, der sagt, ach komm, jetzt nochmal, ne? Ich habe mich gestern lange mit seiner Mutter unterhalten, die auch in Bad Kissing war und die hat gesagt, der hat sich total verausgabt gestern Abend. Er war da noch eine halbe Stunde in der Umkleide nachher gesessen, ziemlich matt, muss man dann auch sagen. Da hat man wirklich verspürt, dass er alles gegeben hat. Und er muss ja heute schon wieder weiter nach Köln. Also ist ja nicht so, dass der jetzt da mal 2 Tage Urlaub hat, sondern es geht gleich wieder weiter für die Jungs. Und er hat gestern wirklich ein tolles Konzert abgeliefert. Wir hatten das Glück, der Konkurrenzsender durfte mitschneiden und wird es dann auch senden in Kürze. Den Sendetermin wissen wir noch nicht. Aber die Jungs, der Tonmeister, der ist mir fast um den Hals gefallen und hat gesagt, danke, danke für dieses tolle Konzert. Das klingt natürlich großartig. Und er hat wirklich ein Riesenprogramm. Ich habe mir das auf seiner Homepage angeschaut. Der ist jetzt in Südamerika, dann in Italien, in England. Also das geht das ganze Jahr so durch. Aber ihr kriegt ihn auch wieder nach Kissingen, glaube ich. Ist schon angedacht oder so ein bisschen in der Planung. Darf man da schon was verraten? Genauer können wir nichts verplanen, aber wir haben gewisse Monate ins Auge gefasst, wo wir auch schon so eine Handschlagzusage von der Agentur bekommen haben. Da haben wir ja ganz gute Kontakte inzwischen zueinander. Nachdem er ja mit 9 Jahren das erste Mal in Bad Kissingen auf der Bühne stand, hat die Mutter gestern noch ein paar Anekdoten erzählt. War ganz, ganz nett und ganz rührig auch. Ja, und das ist ja sowieso auch sowas, um schon mal ganz kurz den Kissinger Sommer anzureißen. Das Tolle ist ja auch immer diese lange Zusammenarbeit mit sehr, sehr bekannten Künstlern, also Cecilia Bartoli oder Lang Lang, solche Leute, die ja wirklich immer wieder auch nach Kissingen kommen. Ja, da muss man natürlich sagen, das sind die tollen Kontakte, die unsere Intendantin, Frau Dr. Karikal Wolfsäger, seit drei Jahrzehnten pflegt und hegt und auch immer querbeet durch die Welt chattet und Kontakt hält und die Familienverhältnisse auch kennt und aushilft und vermittelt. Sie hat ein fantastisches Netzwerk, was sie dafür Bad Kissing in die Waagschale wirft. Und deswegen können wir uns auch die Künstler so in der Couleur auch leisten und nach Bad Kissing holen. Also Künstler, die auch ein Stück weit mit Kissingen dann groß geworden sind und damit der Stadt dann auch treu bleiben. Das haben wir gestern erst wieder eindrucksvoll bestätigt bekommen. Vom David Garrett war die Lebensgefährtin mit dabei, es war die Mutter mit zugegen. Und die kommen nicht einfach so, wenn sie sich nicht wohlfühlen würden. Das ist klasse. Jetzt kommen wir zur Musik, die du dir ausgesucht hast. Ja. Erzähl ein bisschen was dazu. Journey hat jetzt mit David Garrett herzlich wenig zu tun, wobei der ja auch moderne Geschichten spielt. Ja, okay. Also Steve Perry hatte ja auch lange Haare, so wie David Garrett. Von das ist die Gemeinsamkeit, ja. Nein, Band meiner Jugend, mit groß geworden und natürlich mit Wheel in the Sky, Don't Stop Believin'. Ja, das sind Hits, die jetzt auch immer noch laufen überall. Das freut mich sehr. Mein Sohn, der ist gerade 18 geworden, hat gestern gefeiert und da lief dann plötzlich auch Journey, Don't Stop Believin'. Ja, und da freue ich mich richtig drauf. Na, dann los. Leut von da, das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die schönste Region Franken. Den Chef des Kissinger Stadtmarketings haben wir heute da, Thomas Lutz. Schönen guten Morgen nochmal, Thomas. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über Kissingen ganz allgemein und vorhin über den Kissinger Sommer. Bei dem Thema wollen wir noch ein bisschen bleiben. Das ist die nächste große Veranstaltung, die ansteht, beziehungsweise ja schon begonnen hat. Genau, hat gestern Abend schon begonnen mit unserem ersten Konzert. David Garrett war zu Gast in Bad Kissing und hat vor über 1200 Personen ein fulminantes Konzert gegeben, was uns sehr gefreut hat. Ja, aber dann haben wir ab 19.06. wirklich Eröffnungskonzert zum 30. Kissinger Sommer. Das heißt, Jubiläums-Kissinger Sommer, da versucht man natürlich auch noch auf alles eine Schippe draufzulegen, soweit das möglich ist, kann ich mir vorstellen, oder? Schwierig. Also das denke ich mir. Drauf ist schwierig. Wir hatten ja in den letzten Jahren Frau Bartoli, David Garrett, Lang Lang, BBC Symphony Orchestra und. Also Helen Grimaud. Also noch eine Schippe obendrauf geht halt nun mal nicht mehr irgendwo. Aber es ist auch in diesem Jahr ein sehr ausgewogenes Festival. Die Frau Dr. Wolfsäger hat da ein super Programm zusammengestellt mit vielen, vielen Hochkarätern.
Wenn man da jetzt ein paar Leute rausgreifen sollte, wenn man sagen sollte, jetzt auch vielleicht von dir persönlich geprägt, was sind so deine Highlights beim Kissinger Sommer, wo man sagen, das muss man eigentlich erlebt haben? Also für mich ein absolutes Highlight, große Orchesterkonzerte, BBC Symphony Orchestra zum Beispiel, sind Anfang Juli. Das sind höchst professionelle Jungs und Mädels, die da kommen, die fantastische Konzerte abliefern, absolut begeisternd, mit welcher Professionalität und dennoch Lockerheit, die in Bad Kissing immer auftreten und auflaufen. Und die können wirklich einen Saal mit über 1000 Personen fesseln. Innerhalb weniger Minuten haben die Jungs da alles in ihren Bann gezogen. Das ist beeindruckend, wie das funktioniert. Aber dann haben wir natürlich auch noch tolle Solisten und Solistinnen. Solga Beta freue ich mich drauf. Frau Bartuli ist wieder in Bad Kissing. Das wird am 11. Juli ein Konzert geben. Da werden wir überrannt. Ein paar Restkarten gibt sogar noch, weil die Saalerweiterung jetzt im Moment sich ergeben haben, dass wir die öffnen können. Also da jetzt beeilen und rangehen, auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch so Alteingesessene aus den Anfangszeiten vom Kissinger Sommerfestival. Ludwig Güttler zum Beispiel da kommt die Stammkundschaft nach Bad Kissing, da sind wir dann in der Erlöserkirche. Das wird mit Sicherheit ein sehr, sehr schönes Konzert mit ihm werden. Du hast gerade gesagt Stammkundschaft. Das ist ja auch, der Kissinger Sommer lebt ja auch davon, dass es diesen Freundeskreis gibt. Das heißt, ihr habt etwas über 1000 Leute, die quasi immer mit dabei sind. Also wir haben unseren Förderverein, Kissinger Sommer e.V., geführt von einer Vorstandschaft, die mit unglaublich viel Herzblut bei unserem Festival ist. Das ist die Martha Müller, der Herr Schick Senior ist es, der Uli Finger. Die drei, die muss man einfach nennen, weil das sind unsere Zugpferde. Die sorgen dafür, dass das Festival eigentlich das geworden ist, was es jetzt ist und dass es auch noch gut in die Zukunft weitergeht. Das sind über 1100 Mitglieder, die ihren Beitrag bezahlen, die dann eigentlich nur ein Vorbuchungsrecht haben, um auch wirklich an die besten Plätze in unseren tollsten Konzerten dann auch zu bekommen. Und davon wird rege Gebrauch gemacht. Jetzt ist es so, du hast gerade gesagt, die auch für eine gute Zukunft sorgen. Jetzt ist der Kissinger Sommer ja nicht unbedingt im Wandel, aber es steht doch eine personelle Veränderung an. Wir alle wissen, Kari Karl-Wolfsjäger wird aufhören als Intendantin, einfach aus Altersgründen. Das ist eine Frau, die, wie du gesagt hast, ein Riesennetzwerk hat, die natürlich die Verbindung zu diesen ganzen Künstlern hat, die den Kissinger Sommer entscheidend geprägt hat, Leute nach Kissingen geholt hat, die sonst nicht da wären. Aber ihr habt Nachfolger und ihr habt das große Glück, dass es so einen, sagen wir mal, fließenden Übergang geben wird, dass es für die Gäste und für die Künstler vielleicht relativ reibungslos laufen dürfte, oder? Also das ist das Schöne, aber das merkt man auch mit professionellen Menschen zu arbeiten, kommt einfach auch immer sehr, sehr gut so ein Übergang zustande. Frau Dr. Wolfsäger hat jetzt schon mehrfach Gespräche gehabt mit ihrem Nachfolger, der dann erst ab 2017 die Geschicke leiten wird. Sie hat also noch in diesem Jahr und im nächsten Jahr viel zu tun und sie ist da mit Feuereifer mit dabei. Und was ich so von 2016 jetzt schon weiß von ihr, hat sie da einige Überraschungen geplant. Das wird sehr, sehr spannend werden. Ja gut, das wird für Sie natürlich auch nochmal das Ding sein, da nochmal so einen Akzent zu setzen und zu sagen, Mensch, da gebe ich nochmal richtig Gas, oder? Das wird sie auch tun. Das lässt sie sich nicht nehmen. Das muss sie auch tun. Das verlangen wir auch von ihr, jetzt mal ein bisschen locker gesagt und ausgedrückt. Aber da leistet sie auch professionelle Arbeit. Da freuen wir uns wirklich auf. 2016 wird wirklich toll. Der 2015er ist schon wegweisend dafür. Und es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, das ist wirklich noch eine Konzertreihe, die natürlich künstlerisch unheimlich hochstehend ist durch die Leute, die ihr kriegt. Und ihr bleibt euch auch bei diesem Thema Klassik treu. Wenn ich mir jetzt sowas anschaue wie Würzburger Mozartfest, was ja in dem Zusammenhang auch oft genannt wird, da versucht man in den letzten Jahren ja zunehmend auch eine ganz junge Zielgruppe zu erreichen. Macht dann Sachen, die mit ganz moderner Musik, mit Jazz, man geht in andere Orte, raus aus dem Kaisersaal der Residenz, rein vielleicht mal in die Abfüllhalle oder in den Weinkeller oder sonst wohin. Ich bin mir mal gar nicht sicher, wie positiv das angenommen wird. Wäre das für Kissingen auch ein Thema, da mal so ganz andere Wege zu gehen? Nein, also vorneweg, wir sind mit den Würzburgern in sehr engem Kontakt und ich finde es klasse, welcher Weg da jetzt eingeschlagen wurde. Ist meiner Ansicht nach für Würzburg auch das Richtige. Thema, was aufgegriffen wird, ein bisschen Crossover, sich ein bisschen öffnen, so diese Jazz-Soul-Geschichten dann auch mit reinzubringen, ganz, ganz spannend. Und meiner Ansicht nach, was ich so von außen betrachten kann, auch von Erfolg gesegnet. Ja, natürlich. Für Bad Kissingen müssen wir uns da ein bisschen zurücknehmen. Wir haben aufgrund der Historie eine hohe Stammkundschaft, wie wir gerade erwähnt haben.
Und die fordern natürlich schon ein, dass es ein streng rein klassisches Programm sein muss. Dafür kommen die Leute auch aus ganz Deutschland und auch teilweise aus Übersee und Europa. Und wenn wir da jetzt was verwässern oder was umstellen, dann muss man das sehr subtil machen. Ich denke, da dürfen wir nicht mit der Holzhammer-Methode kommen. Aber es gibt gar keinen Anlass. Die Zahlen passen bei uns. Wir haben ausverkaufte Konzerte und sind da eigentlich recht zufrieden, was den Karten verkaufen, was den Zuspruch dann auch anbelangt. Das Ganze natürlich auch im Herbst wieder dann mit dem Kissinger Winterzauber, wird auch wieder eine tolle Geschichte und auch da gibt's ja, glaube ich, schon erste Termine und man kann auch schon gucken, was einen erwartet, oder? So ist es, das läuft ja über die Staatsbad GmbH. Mein Kollege, der Bruno Heinen von der Staatsbad GmbH in Bad Kissing, leitet da die Geschicke inzwischen auch als Intendant, muss man sagen, seit 2 Jahren und hat da tolle Erfolge und der hat ja auch diesen Weg des Crossover-Programms deutlich ausgebaut und hat da seine eigene Handschrift eingebracht, was ich fantastisch finde, weil wir dann da auch sagen, so, wir haben im Sommer die reine, strenge, klassische Schiene bespielt und im Winter dann auch ein bisschen weihnachtlich geprägt, aber dann auch öffnen mit Soul, mit Funk, mit Jazz, so ein bisschen Experimentierfreudigkeit nach Bad Kissing gebracht. Ja, ergänzt sich sehr gut. Ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte und für die Jüngeren oder wie wir vorhin schon festgestellt haben im Vorgespräch auch generationsübergreifend, gibt's ja dann auch jede Menge beispielsweise tolle Open Airs in diesem Sommer. Also Roxette werden kommen, Mark Knopfler wird kommen, das sind natürlich auch Highlights, ne? Ja, absolute Highlights und natürlich absolute Magneten und man hat im vergangenen Jahr bei Bryan Adams gesehen, wir scheuen uns nicht, auch etwas zu bündeln und dann so ein kleines Mega-Wochenende entstehen zu lassen. Mhm. Da hatten wir ja die Offroad-Messe und zeitgleich Kissinger Sommer. Ja, da war die Angst, ob die Parkplätze in der Stadt irgendwie reichen werden, ja? Ja, natürlich wird's da mal ein bisschen enger, aber ich sag dann auch immer, wenn die Leute sich ein bisschen bemühen müssen, um da hinzukommen und das wahrnehmen zu können, dann macht's das Ganze auch wertig. Und in diesem Jahr haben wir am 3. und am 4.7. zwei Hochkaräter, du hast gesagt, Roxette und Mark Knopfler. Vorverkaufszahlen sind fantastisch. Wetter wird schön sein, das muss schön sein. Muss, geht gar nicht anders. Ne? Und zeitgleich haben wir natürlich tolle Konzerte während dem Kissinger Sommer. Also da war ja mal kurz die Angst da, dass du im Kissinger Sommer sitzt und eigentlich dann eher Schlagzeug und Bässe hörst, aber die Sorge kannst du ausräumen, oder? Definitiv ausräumen. Wir haben das ja alles abgeprüft, einige Jahre oder in den Jahren vorher auch schon. Da hatten wir ja auch schon im Park große Konzerte gehabt und das wurde alles abgeprüft. Da haben die damals schon recht gut gebaut, muss ich sagen. Da waren die Wände noch dicker, kein Fertighaus. Ja, wobei, es gibt auch gute Fertighäuser. Ja, um Gottes Willen, also keine Frage. Na, jetzt ist es ja so, dass es ja auch eine ganz eigene Atmosphäre bei diesen Open Airs in Kissingen ist. Durch diesen Luitpoldpark hast du natürlich auch zwar schon eine Festival-Atmosphäre, aber andererseits auch so eine ganz eigene Geschichte, die du so, glaube ich, auch vergleichbar gar nicht mehr unbedingt findest. Ne? Nein, also fast romantisch zu nennen, am Saaleufer gelegen, mit Blick auf Ruine Botenlaube, schön illuminiert, herrlich begrünt, mitten in unserem Herzstück, in unserem Prunkstück an und für sich, für Bad Kissing. Und dann solche Konzerte zu erleben, das ist schon was ganz Spezielles. Das bestätigen uns aber auch die Künstler. Letztes Jahr Bryan Adams und Marek Lieberberg war ja persönlich in Bad Kissing, hat gesagt, also hier bleiben wir, hier fühlen wir uns wohl. Und das bestätigt uns dann mit unserer Philosophie. Was natürlich auch eine einmalige Chance ist, weil das ja eigentlich auch Künstler sind, sage ich mal, die durchaus vor größerem Publikum vorsichtig formuliert normalerweise spielen. Die füllen ja Stadien auch, ne? Ja, wobei ich da ein bisschen skeptisch bin. Ich habe mir vor Jahren Anastasia mal angehört und angeguckt in Nürnberg und war da auch schon in Verhandlungen gestanden. Und in Nürnberg waren dann plötzlich 10.000 Menschen da. Also die hatten wir bei Bryan Adams jetzt übertroffen und werden sie auch in diesem Jahr mit Roxette und Mark Knopfler übertreffen. Also wir sind da gar nicht mal so weit weg von den Superknallern wie jetzt AC/DC in Nürnberg. Okay, das können wir nicht stemmen. Aber ja, wir haben schon Potenzial nach oben in Bad Kissing. Wobei AC/DC oder die Stones im Luitpoldpark, das hätte schon mal was, ne? Okay, Leiter der Kurgärtnerei will jetzt gerade eben losfahren, um mich hier wegzuziehen. Nein, ich denke, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Eine Kapazität bis 30.000 können wir stemmen. Was drüber geht, würden wir nicht mehr packen. Das ist aber natürlich schon ein Wort, 30.000 Leute. 30.000 müssen erst mal kommen. Also von daher haben wir Luft nach oben, da geht schon noch was. Her mit den Künstlern. Da freuen wir uns drauf. Wir machen kurz ein bisschen Musik, dann geht's weiter. Grace Kelly, ja bekannt geworden als Frau von Rainer von Monaco. Also jemand, der es durchaus fast bis zur Königin geschafft hat. Wobei das, glaube ich, keine Könige sind in Monaco. Und das ist, glaube ich, nur Herzöge oder sowas. ihr in Kissingen habt schon durchaus den Posten der Königin zu vergeben, nämlich der Rosenkönigin. Und da laufen im Moment gerade so die heißen Castings ab. Also es ist durchaus ein Job, der
einiges abverlangt. Ihr seid aber nicht so hart wie die Jury von Heidi Klum oder so, ne? Nein, keineswegs, um Gottes Willen. Das Ganze soll ja auch Spaß machen und soll ja auch der Repräsentantin dann auch Spaß machen, ein Jahr lang mit ja weit über 50 Terminen unsere Stadt eigentlich nach außen zu vertreten. Und das haben wir bisher immer ganz, ganz gut hinbekommen. Jetzt will, glaube ich, jedes Mädel mal Königin werden. Rosenkönigin klingt jetzt deutlich besser als, weiß ich nicht, Käsekönigin oder sowas oder Kartoffelkönigin. Wobei das auch tolle Jobs sind. Die gibt's, glaube ich, alle. Es gibt, glaube ich, für alles eine Königin. Aber die Bad Kissinger Rosenkönigin ist schon was Besonderes. Vielleicht mal ganz allgemein für die wenigen, die es noch nicht kennen, erklärt, was muss ich mitbringen, um Rosenkönigin zu sein? Also erstes muss ich mal ausstattet Landkreis Bad Kissingen sein, glaube ich, ne? Grundbedingung aus dem Landkreis Bad Kissing, zwischen 18 und 35 Jahre sollte man alt sein und dann natürlich ein sehr offenes Wesen mit Herzblut in der Region verankert und sich dann natürlich noch ein bisschen Wissen über Bad Kissing im Speziellen aneignen, dann ist man eigentlich geeignet für den Posten. Es reicht aber, das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, es reicht nicht die Bikini-Figur und der Wunsch nach dem Weltfrieden, sondern ihr sucht schon wirklich Leute, die dann auch sagen, okay, ich stehe hinter meiner Stadt und ich präsentiere meine Stadt, also auch ein Jahr lang. Beides interessante Kriterien, die aber leider bei der Rosenkönigin nicht zum Tragen kommen. Also es ist ja kein Model-Job und auch kein Floskel-Job, den man nach außen tragen muss und dreimal am Tag Weltfrieden sagt oder so. Nein, es ist wirklich ein Amt, dass man für ein Jahr begleitet und dann eigentlich sein Leben lang mit dem Titel Rosenkönigin plus das Jahr halt 2015 dann auch begleitet und innehat. Und man ist eigentlich eine Botschafterin für unsere Stadt dann für den Rest seines Lebens. Das merkt man auch immer wieder, wenn man ehemalige Rosenköniginnen trifft, die dann auch immer wieder zu Veranstaltungen kommen. Also für mich immer so der Termin, wo ich die viel sehe, natürlich dann entweder Rakozzi-Fest oder dann auch lange Jahre beim Spielbankfest, wo sie dann auch bei diesen Glücksjetons dabei waren, wo man also auch sieht, dass die Mädels durchaus nach Jahren noch richtig stolz und glücklich da kommen und sich auch immer an diese Zeit erinnern. Das Amt hat eine sehr hohe Wertigkeit, weil es eben gespickt ist mit vielen Terminen, mit wichtigen Terminen. Es geht ja nicht nur um ein paar Blumensträuße zu überreichen, sondern es müssen Reden gehalten werden, Ansprachen auch geschrieben werden, redaktionelle Texte verfasst werden. Man muss quasi die neuen Medien auch bedienen, Thema Facebook, Thema Twitter und, da sind die auch stark mit eingebunden. Und dann natürlich wirklich auch als Repräsentantin für die Stadt unterwegs sein, auch außerorts auf Messen gehen und Menschen begrüßen, die zu uns in die Stadt kommen, ob jetzt politischer Couleur oder wirtschaftlicher Couleur. Die müssen sich auf vielen, vielen unterschiedlichen Ebenen dann präsentieren und auch da ja kommunizieren können. Das heißt, man muss aber auch eine gewisse Menge an Zeit erstmal haben und mitbringen, dass man dem Amt gerecht werden kann. Wir gucken natürlich, dass wir aufgrund der Person auch fachspezifisch die Menschen dann einsetzen. Also wenn wir jetzt eine Dame haben, die natürlich im Kunst- und Kulturbereich beflissen ist, dann versuchen wir, die Termine schon so deutlicher zu setzen, um in diesem Spektrum weiter unsere Stadt weiter nach vorne zu bringen. Ist es dann jemand, der vielleicht ein BWL-Studium gerade innehat, dann schauen wir einfach, dass wir so in die Polit- und Wirtschaftsszene deutlicher die Einsatzpunkte finden. Aber das lässt sich sehr, sehr gut steuern an und für sich. Und es gibt, das muss man jetzt auch sagen, den Mädels auch eine Menge zurück. Also wenn man jetzt allein schon diesen Casting-Prozess durchlaufen hat, lernt man, glaube ich, eine Menge fürs Leben und durch das Amt sowieso, oder? Ja, der Einstieg ist natürlich immer ganz locker. Das ist so dieses Mediengedöns, ein bisschen Fotoshooting und ganz locker und easy. Aber bereits nach der Anmeldung wird den Damen eigentlich klar gemacht, es geht um mehr. Also es geht nicht nur darum, in dem Moment jetzt toll auszusehen und nur Spaß zu haben. Das ist wichtig, okay. Aber es muss auch inhaltlich was dabei sein dann letztendlich, weil wir verlangen dann natürlich eigenständige Arbeit für ein Jahr lang. Mhm. Das heißt, wir schicken die dann auf Termine, da ist kein Mensch dabei, kein Stadtrat, kein Oberbürgermeister, keiner aus meinem Büro, der die begleitet, sondern die müssen eigenständig wirklich funktionieren und dann Termine über vielleicht ein ganzes Wochenende auch wahrnehmen, wo sie dann die Stadt vertreten müssen. Das ist schon anspruchsvoll, das ja. Andererseits merkt man das und ich merke das auch immer wieder, wenn ich die dann im Interview habe oder so, dass sich diese Rosenkönigin über ein Jahr auch verändert und man dann wirklich nach einem Jahr eine ganz andere Person unter Umständen vor sich hat, die unheimlich
greift es innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, wir coachen die Damen auch so weit wie möglich. Das heißt, allein unsere Fotografin gibt schon wertvolle Tipps. Guck mal, stell dich so hin, Kinn nach oben, Kinn nach unten, im Profil, nicht im Profil, lächeln, Mund auf, Mund geschlossen, sowas in der Art und Weise. Das sind ganz wertvolle Tipps. Wie komme ich denn an? Wie ist denn mein erster Eindruck? Und dann haben wir noch das ist die Frau Romana Kochanowski, die da unheimlich beflissen ist und fotografisch da toll in Szene setzen kann. Und dann haben wir jetzt den Tino Paunack von der Tanzschule noch mit dabei, der so ein wie gehe ich denn? Wie ist denn meine Körperhaltung? Wie gehe ich auf Menschen zu? Wie begrüße ich denn richtig in Mimik, Gestik und auch mit der Sprache? Wie betrete ich einen Saal, der komplett voll ist und es gibt nur einen Scheinwerfer, der auf mich gerichtet ist? Oder wie gehe ich in eine heiße Diskussion letztendlich mit Politikern? Wie verhalte ich mich denn da? Und das ist sehr, sehr wertvoll für die Damen, die ja wirklich, die können ja durchaus auch Anfang 20 erst sein. Dass er da wichtige Tipps fürs Leben mitnehmen. Das auf jeden Fall. Über den Tino werden wir gleich noch mehr reden im Zusammenhang mit dem Rakozzi-Fest auch. Jetzt Anmeldungen habt ihr ohne Ende für den Job eigentlich der Rosenkönigin, ne? Ja, wir hatten anfangs gedacht, ja, das wird so nach 2-3 Jahren wohl mal weniger werden, aber mitnichten. Also wir hatten jetzt in diesem Jahr eine Anmeldeflut wieder mit weit über 20 Damen, wo wir schon geguckt haben, nehmen wir denn wirklich alle an? Die müssen wir auch professionell auch fotografieren und schminken und herrichten und briefen und. Da ist ja auch viel, viel Zeit mit verbunden. Und inzwischen hat sich das seit März dann eingedampft, sage ich mal, auf 7 Protagonistinnen, die jetzt aktuell heute um 12 Uhr in der Hotel-Challenge, in dem Hotel Residenz Dapper in Bad Kissing, quasi vor einer Jury so ein bisschen Interviews führen müssen, mal kurz an die Rezeption müssen und einfach beweisen müssen, wie sie in der Öffentlichkeit dann mit Menschen umgehen. Das heißt, der Auswahlprozess ist erstmal, bewerben sich die Mädels, ihr geht doch offensiv raus, sprecht Leute an, seid in Diskotheken wie dem Look unterwegs und sagt, Mensch, hättest du vielleicht Lust oder gebt die Option, sich anzumelden, dann melden sich 20, 30 Mädels und wie geht's dann weiter? Ja, dann werden die terminiert, es gibt das Fotoshooting, da gibt's dann den ersten persönlichen Kontakt mit Jurymitgliedern letztendlich zu den Damen, dann wird so ein bisschen das Prozedere auch erklärt, wie es denn weitergeht, was die Terminflut betrifft und wie das weitere Auswahlverfahren dann läuft. Und dann merkt man schon, einige sagen dann, sehr umfangreich, ich halte mich mal ein bisschen zurück, lasst mal gut sein. Und andere sagen, das macht mir Spaß, da gehe ich rein. Da hat man dann so das Feuer dann auch schon geweckt. Mhm. Das ist dann ganz spannend zu sehen, wie da unterschiedlich reagiert wird. Und dann haben wir jetzt eben diese Hotel-Challenge. In vergangenen Jahren waren wir in der Spielbank immer. Da gab es mal Catwalk, dann gab es andere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Ja. Ja, wir dürfen auch nicht jedes Jahr dasselbe machen. Das können wäre langweilig. Alle drauf einstellen, das wollen wir auch nicht. Deswegen jetzt die Hotel-Challenge, das wird ganz spannend werden heute Nachmittag. Und dann haben wir am 1.6. das Casting letztendlich vor einer sehr großen Jury, das sind dann über 14 Personen. Das muss man sich auch erstmal trauen, ne? Sich vorzustellen, etwas Kreatives von sich preiszugeben, was immer total spannend ist, ne? Also wir hatten schon Tänze, es wurde Theaterstücke, es wurden Gedichte aufgeführt, es wurde gesungen, es wurde gemalt, also einfach wirklich, wir wollen den Menschen ja kennenlernen in diesem Casting und dann frei von der Leber weg quasi etwas aus ihrer Familie auch erzählt haben. Und dann gibt's so eine kleine, nicht fiese, aber schon sehr anspruchsvolle Fragerunde, wo dann auch Fragen kommen, ganz bewusst kommen. Alle, die zuhören, können sich's jetzt gleich merken, die sie nicht beantworten können. Und dann wollen wir einfach ausloten, wie reagiert sie denn? Wie geht man damit um, Wie geht sie in Stresssituationen letztendlich um? Ja, und dann gibt's noch diese Online-Voting-Phase, wo dann auch quasi die Fans, die Familie, alle, die sagen, das wäre mein Favorit, auch mit abstimmen können. Das Voting haben wir in diesem Jahr rausgenommen. Oh. Es gibt nur die Vorstellung Schlecht der Schlecht informierter Journalist. Nein, macht nichts, um Gottes Willen. Wir ändern ja das Prozedere auch immer wieder. Nein, es gibt jetzt nur die Vorstellung im Internet, weil wir dann nach dem Casting aus den 7 Damen, die wir im Moment noch haben, auf 3 reduzieren, weil wir können und wollen auch in diesem Jahr nur mit 3 in den Rosenball einsteigen, der am 20.06. diesen Jahres dann. Ja, da muss man wirklich sagen, für die letzten 3 ist bis zum Ende dieses Abends eigentlich dann auch noch alles offen. Ne? Die wissen nicht, wie es im Endeffekt ausgehen wird. Das weiß niemand, weil Entscheidungsträger des Abends sind dann die Gäste des Rosenballs. Da gibt es auch keine Jury mehr. Ich selbst habe in den letzten Jahren niemals eine Wahlrose abgegeben, um überhaupt keine Partei zu ergreifen. Bisher war es immer so, und da bin ich mir ganz sicher, dass es in diesem Jahr auch so sein wird, die letzten 3,
da kann jede von denen Rosenkönigin werden. Die anderen beiden haben ja den Titel der Rosenprinzessin und werden ebenfalls, je nach Ranking und wenn die Rosenkönigin terminlich nicht kann, eingesetzt. Also sind ja eigentlich schon in Amt und Würden, wenn der Ball schon losgeht. Das heißt, abends bei dem Ball sind die drei Mädels da im schönen Abendkleid, können sich nochmal präsentieren, können nochmal Menschen kennenlernen. Jeder Gast hat die Möglichkeit, eine Rose zu nehmen und in die jeweilige Vase der Anwärterin zu stecken und am Schluss werden die Rosen gezählt. Genau, am Eingang bekommt jeder Gast diese Wahlrose und im weißen Saal wird dann in der Vase letztendlich mit Portfolio hinten dran der jeweiligen Dame auch die Wahlrose abgegeben. Ganz spannende Geschichte. Zwischendurch werden die Rosen immer rausgenommen von unseren Kurdienern, damit hier keine Tendenz erkennbar ist. Okay. Ja, wir müssen ja den Spannungsbogen oben halten für unsere Gäste. Und da wird dann immer schön gerätselt. Natürlich sollen die Rosenköniginnen auch tanzen, bekommen ja auch Tanztraining, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Sollen den Saal natürlich auch für sich gewinnen, in Wort und auch in der Darbietung, mit Tanzen, mit auf die Leute zugehen. Ja, und dann, wenn die ganze Sache rum ist, geht's natürlich dann noch so in die Aftershow-Party, sprich eine schöne Disco, die wir dann noch beim Ball hinten angehängt haben. Da geht's dann bis früh in die Morgenstunden, was immer sehr, sehr schön ist. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, für die Mädels natürlich schon eine Extremsituation. Da kann ja dann jede Emotion dabei sein, von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt, ne? War auch schon alles dabei. Wir hatten schon ein bisschen Tränchen gehabt. Dann hatten wir auch schon den ein oder anderen Unfall. Die Kleider sind ja alle maßgeschneidert von unserer Sponsorin, die Nora, die hat ein Motoratelier in Bad Kissing, das macht sie immer ganz, ganz toll. Aber dann ist wohl vor 2 Jahren, muss es gewesen sein, wohl eine mit ihren, haben ja immer recht hohe Schuhe an, die Damen, müssen sie ja dann auch, wohl im Saum hängen geblieben und zack, hat es da natürlich was gerissen. Autsch. Dann wird da improvisiert und hochgesteckt und gemacht, dann kommt schon Stressfaktor, kommt dann schon hoch, das auf jeden Fall. Aber Rosenkönigin trotzdem ein Amt, das du schlichtweg empfehlen kannst, also wenn du eine Tochter im nötigen Alter hättest, würdest du sagen, los. Sofort, absolut, nur zu empfehlen. Was die Damen da für sich persönlich mitnehmen letztendlich, ist eigentlich nicht mit Geld aufzuwiegen. Und wir machen es ja auch so, wir betreuen die Damen ein Jahr lang dann und wenn wir merken, Mensch, es wird ein Praktikumsplatz gesucht, irgendwo am Theater in Regensburg hatte ich mal einen Fall, dann nutzen wir unsere Kontakte natürlich und helfen damit und bieten dann dementsprechend auch so ein kleines Sprungbrett für später ins Berufsleben oder zum Studieren oder. Wir begleiten die dann und unterstützen dann auch schon. Ich kann mich sogar an eine ehemalige Rosenkönigin erinnern, die immer noch für die Stadt Bad Kissingen arbeitet, ne? Ja, das ist die Andrea, natürlich, die Andrea Wolf, die ist uns treu geblieben, auch beruflich dann. Und ist ganz, ganz nett, die Andrea, wenn ich anrufe und sage, Mensch, organisier doch mal was mit den ehemaligen Rosenköniginnen, dann klemmt die sich sofort dahinter und hilft mit. Und wir treffen uns dann auf dem Glühwein, auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel oder. Also da gibt es dann noch sehr, sehr viele Freundschaften dann auch. Das ist sowieso so ein Phänomen, was ich immer wieder beobachte in Kissingen, dass dieses ganze Team, sei es jetzt Stadtmarketing, sei es Bruno Hein, den du vorhin erwähnt hast, von der Staatsbad GmbH, das ist so wie so eine große Familie. Das funktioniert also unheimlich gut. Also wir sind unheimlich homogen, kommt mit Sicherheit daher, dass wir alle so unser Städtchen auch lieben und mögen. Also das heißt, man hat schon mal die gleiche Zielrichtung von Grund auf. Ja, und dann passt die Chemie einfach auch. Und wir haben natürlich das Glück, wir dürfen in einem emotional schönem, geprägten Arbeitsumfeld unsere Arbeiten ausüben. Und das hilft natürlich dann auch im netten und angenehmen Umgang miteinander. Da hilft, gibt es jetzt das Schlagwort, da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ja, das erleben wir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, für mich persönlich kann ich sagen, ich habe einen ganz tollen Arbeitgeber mit der Stadt Bad Kissing, die sehr offen und auch sehr locker mit meinen Verrücktheiten umgeht, die ich da so manchmal vorhabe als Leiter des Stadtmarketings. Und ja, das macht natürlich glücklich, das hat einen hohen Stellenwert. Klingt jetzt so, als müssten die dir eigentlich gar kein Geld mehr zahlen. Nee, bitte jetzt weghören, die können durchaus ein bisschen mehr bezahlen, weil öffentlicher Dienst ist halt nun mal öffentlicher Dienst. Aber nein, so ganz zufrieden und das passt auch schon. Wir machen ein bisschen Musik und kurz nach 11 geht's dann gleich weiter mit noch mehr zu Bad Kissingen. Das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die schönste Region. Live in der Sendung heute Thomas Lutz, Leiter des Stadtmarketings Bad Kissingen. Nach wie vor schön, dass du da bist. Ja, macht mir auch Spaß.
Spaß, Freunde. Ja, jetzt haben wir schon so viel über Kissingen gehört. Wir haben über Rosenkönigin gesprochen, über den Kissinger Sommer, den Kissinger Winterzauber, darüber, wie sehr du auch mit deiner Stadt verbunden bist. Trotz 11 Jobwechsels innerhalb der Stadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja immer in dem Bereich für die Stadt Bad Kissingen arbeitend geblieben bist. Jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt natürlich, so toll das alles ist, auch immer so Punkte, wo man sagt, oh, das hätte ich gern noch anders oder da könnte man noch was tun. Großes Beispiel in Kissingen zurzeit natürlich die Geschichte mit dem Steigenberger Hotel. Ne? Das war ein riesen Traditionshaus. Ich weiß, ich habe da auch mal ein Wochenende verbringen dürfen. Hatte einen gewissen Charme, hat dann irgendwann natürlich auch, war so ein bisschen aus der Zeit gefallen dann ein Stück weit auch. Und jetzt ist es eine große Baulücke. Ne? Das ist schon tragisch irgendwie auch. Ja, das ist natürlich so ein kleiner Stich ins Herz von Bad Kissingen. Ich habe gestern erst die Birgit Borchert getroffen beim David Garrett Konzert, die ja die letzte Hoteldirektorin war. Mhm. Bis zur Schließung dann letztendlich. Und hat mich natürlich herzlich begrüßt und gedrückt und dann auch da nochmal drüber gesprochen und nochmal rüber geschaut. Und da ist natürlich schon Wehmut mit dabei. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gab für den Freistaat Bayern zusammen mit der Steigenberger Gruppe keine andere Lösung, mhm. weil das Thema Brandschutz einfach zu drastisch sich dargestellt hat. Ob das jetzt die Optimallösung ist, das weiß kein Mensch, glaube ich, auf dieser Welt. Wichtig ist, dass man einen Weg gefunden hat, dass der Leerstand im Moment mit einem Abbruch vorübergehend gelöst ist und jetzt natürlich die Investorensuche und Betreibersuche auf Hochtouren läuft. Und da muss ich sagen, da bringt sich die Stadt seit Jahren eigentlich sehr, sehr deutlich mit ein, obwohl es ja nicht in unserem unmittelbaren Geschäftsgebaren liegt. Das heißt, die Akribie, mit der Stadtrat und allen voran Herr Oberbürgermeister Kai Blankenburg daran arbeiten, ist sehr, sehr hoch und es hat absolute Prioritätsstufe Nummer 1. Ich möchte die Anzahl der Telefonate, die mit München geführt sind, die kann ich, glaube ich, gar nichts mehr zählen, weil er eigentlich da ständig am Ball ist. Schwierig natürlich in der Öffentlichkeit, das Ganze nachzuvollziehen und auch darzustellen. Da kommt dann auch viel Polemik und viel Herzblut mit rein dazu, weil wir Kissinger, sage ich jetzt einfach mal, wir haben natürlich in der Mitte unserer Stadt schon einen Verlustempfinden, sage ich mal, wenn man jetzt diese Freifläche auch sieht im Moment. Aber ich bin guter Dinge, wo Freifläche entstanden ist, da wird auch wieder was Neues entstehen. Das wird kommen und wir haben gewisse Signale, inwieweit die, da sind wir vorsichtig geworden, inwieweit die dann natürlich auch zum Erfolg führen in Kürze, weil man sehnt sich ja nach einer schnellen Lösung immer bei so einer Geschichte. Aber dass es nicht so einfach geht, hat selbst der Ministerpräsident nicht aus dem Ärmel schütteln können. Aber alle Ministerium wie Landkreis, unser Landrat der Herr Bold, auch wie unser Landtagsabgeordneter der Sandro Kirchner, zusammen mit unserem Oberbürgermeister arbeiten da wirklich sehr, sehr akribisch und sehr, also permanent eigentlich an diesem Thema. Also ihr seid alle dran, aber natürlich muss man auch klarstellen, um das in der Öffentlichkeit vielleicht nochmal klar zu machen, ihr könnt jetzt nicht als Stadt Bad Kissingen sagen, okay, wir stellen da jetzt irgendein Hotel XY hin und Kai Blankenburg wird nebenbei Hoteldirektor, wenn es auch mit dem Bad und vom Erscheinungsbild gut wirken könnte, ne? Der würde das ganz sicher schaffen, überhaupt kein Thema. Aber Eigentümer und Inhaber der Fläche ist halt nun mal der Freistaat Bayern. Und da geht kein Weg dran vorbei. Jetzt ist es ja so, dass Kissingen jetzt durchaus viele tolle Hotels hat. Es gibt gute Möglichkeiten, in der Stadt zu übernachten. Und ihr müsst doch einen Mark Knopfler oder Roxette nicht ausquartieren, wenn die da sind. Aber es wäre natürlich schon, sage ich mal, so ein amtliches Fünf-Sterne-Hotel wird euch schon noch gut gefallen, ne? Das ja, wobei ich sagen muss, dass die Hotellandschaft in Bad Kissingen gerade die letzten 2-3 Jahre unglaublich finanziell zugelegt hat. Also Kaiserhof Victoria mit dem Herrn Weghofer, sehr umtriebig. Und da haben wir nur positive Rückmeldungen unserer Künstler. Also sehr, sehr positiv, weil wir da unser Künstlerhotel aufgeschlagen oder ausgewählt haben, sind wir sehr mit zufrieden. Das Hotel Frankenland, tolle neue Suiten, wie das Kaiserhof Victoria auch. Die haben sehr viel investiert. Hotel Sonnenhügel ist im Moment am Renovieren, wie die Weltmeister. Am Renovieren und am Sanieren. Also wirklich, da wird viel investiert. Bristol Hotel, nennt sich jetzt Windham Garden Bristol Hotel, hat auch viel investiert, hat auch schöne neue Zimmer und natürlich auch eine tolle Lage. Liegt super Herzen zentral. Ne? Also da sind wir schon recht gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz haben wir auch zum einen auch die Quantität natürlich zu erfüllen in einem gewissen Segment. Wir würden schon begrüßen, wenn wir 4 Sterne, 4 Sterne plus 5 Sterne Hotel nach Bad Kissingen kommen würden. Mein Traum wären 3 Hotelgebäude in Bad Kissingen. Ein Thermenhotel, etwas im Herzen unserer Stadt auf dem ehemaligen Steigenberger Areal und dann das Thema Fürstenhof, dass wir da zum Abschluss kommen. Dann
gerne noch mehr Gäste und Urlauber nach Bad Kissingen. Her damit. Und man kann in Kissingen schönen Urlaub machen. Man kann in Kissingen vor allem auch nicht nur toll übernachten, man kann auch gut essen, gut weggehen. Hast du so ein paar so Insider-Tipps vielleicht? Wenn Insider-Tipps ist gut. Also ich gehe wahnsinnig gerne in die Weinstube Schubert natürlich rüber. Das Le Chaton am Sonntag, Seafood Brunch zum Beispiel, nur zu empfehlen, fantastisch. Oh, da bringen wir dich gerade rum, ne? Ja, da bringt er mich gerade drum. Aber bin ja gern bei dir, Blecki. Also auch wieder schön. Ja. Wann gibt es hier eigentlich Essen, Blecki? Ah, wir müssen mal gucken. Wir haben draußen eine junge Kollegin. Ich weiß nicht, ob die jetzt so ein Buffet aufbaut. Wir schauen mal. Das wäre noch schön. Nee, nee. Ratskeller kann ich noch empfehlen. Da gehe ich wahnsinnig gerne rein, weil gut fränkische Küche, tolle Portion, Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Der Klaushof an unserem Wildpark. Absolute Fischspezialitäten. Der Herr Gromer macht es mit seiner Gattin da ganz, ganz rührig und höchst professionell. War ich am Donnerstag oben, habe es erst genossen. Also nö, da in Bad Kissingen kann man sehr gut kulinarisch ausgehen. Ich sehe schon, das ist ein hartes Leben so als Marketingleiter einer Stadt, ja. Ah, ganz brutal. Aber irgendjemand muss es ja führen, ne? Ständig neue Hemden kaufen. Jetzt ist es natürlich aber auch so, dass man sagen muss, klar, letztlich geht's auch immer irgendwo ums Geld, auch bei einer Stadt. Und man hat es jetzt gesehen am Beispiel des Springbrunnens natürlich, den ihr aufwendig restauriert oder restaurieren würdet. Da hättet ihr gern noch diesen oder jenen Effekt eingebaut, aber irgendwann muss man dann auch sagen, okay, hier ist finito. Also ich bin jetzt kein baulich und handwerklich geprägter Mensch. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die Kosten... Die Summen gehört habe. Ich habe auch gedacht, so Wahnsinn, ne? Für Pumpen und Lichtmaterial und ja, diese Sondereffekte, die man dann da... Leut von da, das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die schönste Region. Live in der Sendung heute Thomas Lutz, Leiter des Stadtmarketings Bad Kissingen. Nach wie vor schön, dass du da bist. Ja, macht mir auch Spaß, freut mich. Ja, jetzt haben wir schon so viel über Kissingen gehört. Wir haben über Rosenkönigin gesprochen, über den Kissinger Sommer, den Kissinger Winterzauber, darüber, wie sehr du auch mit deiner Stadt verbunden bist. Trotz 11 Jobwechsels innerhalb der Stadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja immer in dem Bereich für die Stadt Bad Kissingen arbeitend geblieben bist. Jetzt kann ich mir vorstellen, es gibt natürlich, so toll das alles ist, auch immer so Punkte, wo man sagt, oh, das hätte ich gern noch anders oder da könnte man noch was tun. Großes Beispiel in Kissingen zurzeit natürlich die Geschichte mit dem Steigenberger Hotel. Ne? Das war ein riesen Traditionshaus. Ich weiß, ich habe da auch mal ein Wochenende verbringen dürfen. Hatte einen gewissen Charme, hat dann irgendwann natürlich auch, war so ein bisschen aus der Zeit gefallen dann ein Stück weit auch. Und jetzt ist es eine große Baulücke. Ne? Das ist schon tragisch irgendwie auch. Ja, das ist natürlich so ein kleiner Stich ins Herz von Bad Kissingen. Ich habe gestern erst die Birgit Borchert getroffen beim David Garrett Konzert, die ja die letzte Hoteldirektorin war. Bis zur Schließung dann letztendlich. Und hat mich natürlich herzlich begrüßt und gedrückt und dann auch da nochmal drüber gesprochen und nochmal rüber geschaut. Und da ist natürlich schon Wehmut mit dabei. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gab für den Freistaat Bayern zusammen mit der Steigenberger Gruppe keine andere Lösung, weil das Thema Brandschutz einfach zu drastisch sich dargestellt hat. Ob das jetzt die Optimallösung ist, das weiß kein Mensch, glaube ich, auf dieser Welt. Wichtig ist, dass man einen Weg gefunden hat, dass der Leerstand im Moment mit einem Abbruch vorübergehend gelöst ist und jetzt natürlich die Investorensuche und Betreibersuche auf Hochtouren läuft. Und da muss ich sagen, da bringt sich die Stadt seit Jahren eigentlich sehr, sehr deutlich mit ein, obwohl es ja nicht in unserem unmittelbaren Geschäftsgebaren liegt. Das heißt, die Akribie, mit der Stadtrat und allen voran Herr Oberbürgermeister Kai Blankenburg daran arbeiten, ist sehr, sehr hoch und es hat absolute Prioritätsstufe Nummer 1. Ich möchte die Anzahl der Telefonate, die mit München geführt sind, die kann ich, glaube ich, gar nichts mehr zählen, weil er eigentlich da ständig am Ball ist. Schwierig natürlich in der Öffentlichkeit, das Ganze nachzuvollziehen und auch darzustellen. Da kommt dann auch viel Polemik und viel Herzblut mit rein dazu, weil wir Kissinger, sage ich jetzt einfach mal, wir haben natürlich in der Mitte unserer Stadt schon einen Verlustempfinden, sage ich mal, wenn man jetzt diese Freifläche auch sieht im Moment. Aber ich bin guter Dinge, wo Freifläche entstanden ist, da wird auch wieder was Neues entstehen, das wird kommen und wir haben gewisse Signale, inwieweit die, da sind wir vorsichtig geworden, inwieweit die dann natürlich auch zum Erfolg führen in Kürze, weil man sehnt sich ja nach einer schnellen Lösung immer bei so einer Geschichte, aber dass das nicht so einfach geht, hat selbst der Ministerpräsident nicht
nicht aus dem Ärmel schütteln können, aber alle Ministerium wie Landkreis, unser Landrat der Herr Bold, auch wie unser Landtagsabgeordneter der Sandro Kirchner, zusammen mit unserem Oberbürgermeister arbeiten da wirklich sehr, sehr akribisch und sehr, also permanent eigentlich an diesem Thema. Also seid alle dran, aber natürlich muss man auch klarstellen, um das in der Öffentlichkeit vielleicht nochmal klar zu machen, ihr könnt jetzt nicht als Stadt Bad Kissingen sagen, okay, wir stellen da jetzt irgendein Hotel XY hin und Kai Blankenburg wird nebenbei Hoteldirektor, wenn es auch mit dem Bad und vom Erscheinungsbild gut wirken könnte, ne? Der würde das ganz sicher schaffen, überhaupt kein Thema. Aber Eigentümer und Inhaber der Fläche ist halt nun mal der Freistaat Bayern. Und da geht kein Weg dran vorbei. Jetzt ist es ja so, dass Kissingen jetzt durchaus viele tolle Hotels hat. Es gibt gute Möglichkeiten, in der Stadt zu übernachten. Und ihr müsst doch einen Mark Knopfler oder Roxette nicht ausquartieren, wenn die da sind. Aber es wäre natürlich schon, sage ich mal, so ein amtliches Fünf-Sterne-Hotel wird euch schon noch gut gefallen, ne? Das ja, wobei ich sagen muss, dass die Hotellandschaft in Bad Kissingen gerade die letzten 2-3 Jahre unglaublich finanziell zugelegt hat. Also Kaiserhof Victoria mit dem Herrn Weghofer, sehr umtriebig. Und da haben wir nur positive Rückmeldungen unserer Künstler. Also sehr, sehr positiv, weil wir da unser Künstlerhotel aufgeschlagen oder ausgewählt haben, sind wir sehr mit zufrieden. Das Hotel Frankenland, tolle neue Suiten, wie das Kaiserhof Victoria auch. Die haben sehr viel investiert. Hotel Sonnenhügel ist im Moment am Renovieren, wie die Weltmeister. Am Renovieren und am Sanieren. Also wirklich, da wird viel investiert. Bristol Hotel, nennt sich jetzt Windham Garden Bristol Hotel, hat auch viel investiert, hat auch schöne neue Zimmer und natürlich auch eine tolle Lage. Liegt super zentral. Ne? Also da sind wir schon recht gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz haben wir auch zum einen auch die Quantität natürlich zu erfüllen in einem gewissen Segment. Wir würden schon begrüßen, wenn wir 4 Sterne, 4 Sterne plus, 5 Sterne Hotel nach Bad Kissingen kommen würden. Mein Traum wären 3 Hotelgebäude in Bad Kissingen. Ein Thermenhotel, etwas im Herzen unserer Stadt auf dem ehemaligen Steigenberger Areal und dann das Thema Fürstenhof, dass wir da zum Abschluss kommen. Dann gerne noch mehr Gäste und Urlauber nach Bad Kissingen. Her damit. Und man kann in Kissingen schönen Urlaub machen. Man kann in Kissingen vor allem auch nicht nur toll übernachten, man kann auch gut essen, gut weggehen. Hast du so ein paar so Insider-Tipps vielleicht? Wenn wir ein paar Insider-Tipps ist gut. Also ich gehe wahnsinnig gerne in die Weinstube Schubert natürlich rüber. Das Le Chaton am Sonntag, Seafood Brunch zum Beispiel, nur zu empfehlen, fantastisch. Oh, da bringen wir dich gerade rum, ne? Ja, da bringt er mich gerade drum. Aber bin ja gern bei dir, Blecki. Also auch wieder schön. Ja. Wann gibt's hier eigentlich Essen, Blecki? Ah, wir müssen mal gucken. Wir haben draußen eine junge Kollegin. Ich weiß nicht, ob die jetzt so ein Buffet aufbaut. Wir schauen mal. Das wäre noch schön. Nee. Ratskeller kann ich noch empfehlen. Da gehe ich wahnsinnig gerne rein, weil gut fränkische Küche, tolle Portion, Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Der Klaushof an unserem Wildpark. Absolute Fischspezialitäten. Der Herr Gromer macht es mit seiner Gattin da ganz, ganz rührig und höchst professionell. War ich am Donnerstag oben und habe es erst genossen. Also nö, da in Bad Kissingen kann man sehr gut kulinarisch ausgehen. Ich sehe schon, das ist ein hartes Leben so als Marketingleiter in der Stadt, ja. Ah, ganz brutal. Aber irgendjemand muss es ja führen, ne? Ständig neue Hemden kaufen. Jetzt ist es natürlich aber auch so, dass man sagen muss, klar, letztlich geht's auch immer irgendwo ums Geld, auch bei einer Stadt. Und man hat es jetzt gesehen am Beispiel des Springbrunnens natürlich, den ihr aufwendig restauriert oder restaurieren würdet. Da hättet ihr gern noch diesen oder jenen Effekt eingebaut, aber irgendwann muss man dann auch sagen, okay, hier ist finito. Also ich bin jetzt kein baulich und handwerklich geprägter Mensch. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die Kosten... Die Summen gehört habe, ich habe auch gedacht, so Wahnsinn, ne? Für Pumpen und Lichtmaterial und ja, diese Sondereffekte, die man dann dazu auch braucht. Und Thema Sicherheit wird dann natürlich ganz, ganz groß geschrieben. Das war auch der Hauptaspekt, was auch die Staatsbad GmbH dazu veranlasst hat, einfach zu sagen, stopp, ist das Thema Sicherheit an allererster Stelle zu setzen. Und das war auch gut so. Und da ist jetzt Bewegung reingekommen. Jetzt haben wir im Moment den Springbrunnen mal so hergerichtet, dass der Gast zufrieden ist. Klar gibt's immer wieder mal einen Pumpenausfall und die müssen dann erst gefertigt werden. Das ist alles nicht ganz so einfach, sind da alles Sonderanfertigungen. Und das macht's dann auch so extrem teuer. Es ist auch manchmal verblüffend, es gibt so Dinge, habe ich vor kurzem jetzt in der Zeitung gelesen, wo ich mir gesagt habe, das sind so Sachen, da macht sich der normale Mensch keinen Gedanken drüber, das sind aber Sachen, mit denen ihr dann auch zu tun habt. Beispielsweise jetzt mit diesen tollen Palmen, die jetzt aktuell wieder aufgestellt wurden unter Polizeibegleitung, ja, da braucht ihr spezielle Töpfe. Der Holztopf, der bricht euch irgendwann zusammen und dann muss eben, gab es glaube ich einen Mitarbeiter, der da was aus Edelstahl entwickelt hat dann. Ja, also Leiter der Kurgärtnerei, der Martin Christ ist da sehr umtriebig. Und hat sich dann ein tolles Konzept auch einfallen lassen, zusammen mit seinem Team.
und hat auch richtig Spaß gemacht, jetzt zu sehen, wie das Stadtbild sich dann plötzlich wieder verändert, wenn da die Masse an Palmen, das sind ja nicht nur 4-5 Stück, das sind ja über 20, fast 30 Palmen, die da ausgebracht werden im Kernstadtbereich jetzt ausnahmslos, wie dann das Flair sich plötzlich fast mediterran zu nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist super. Ich denke mir, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wenn man so im Straßencafé sitzt, irgendwo so Kurgartencafé, die Ecke so beim Regentenbau im Sommerabend, so ein lauer Sommerabend, diese Palmen, und man denkt, oh, ich könnte jetzt auch irgendwo in Norditalien sitzen gerade. Genau, es fehlt uns eigentlich nur der Gardasee. Das wäre ja noch ein Projekt, ne? Streich den Springbrunnen, hol den Gardasee. Und staun die Saale, ja. Die ich habe gehört von unserem Kollegen Christian Hüter, der gerade eben reingekommen ist, es gibt ja am Stadtstrand aktuell auch Rettungsringe. Ist die Saale tiefer geworden? Nicht tiefer geworden, aber natürlich das Thema Nordsee, Strand, da müssen Rettungsringe mit hin dazu, auch wenn da alles zur Saale hin natürlich abgesperrt ist. Aber von daher, wir würden ihn, den Herrn Hüter, würden wir auch aus der Saale retten können. Das würden wir schaffen. Das Problem wäre, wenn wir den Herrn Hüter in die Saale schmeißen, dann ist das mit dem Stauen gleich erledigt. Dann haben wir den Gardasee ganz schnell in Kissingen. Oh, jetzt schaut er böse. Aber er sieht eigentlich ganz sportlich aus. Der schwimmt dann die Saale wieder hoch. Das ist klasse. Das ist nur, weil du den Kontrast zu mir siehst. Da wirkt er automatisch sportlich. Aber das tun alle neben mir. Hiermit herzlich eingeladen, auf den Stadtstrand zu kommen. Wir freuen uns. Er war dort bei der offiziellen Eröffnung. Da hat er eben, und da war er völlig begeistert. Ich habe selten so einen euphorischen Christian Hüter erlebt wie an diesem Tag. Er hat uns eine Getränkekarte mitgebracht, um uns alle neidisch zu machen. Und hat aber, das hat er uns versprochen, nur alkoholfreie Getränke zu sich genommen, weil er ja dienstlich da war. Also ich habe gestern Abend mit Manfred Griebel und mit den beiden Herren Zamitzer und Krohn noch eine halbe Stunde zusammen verbracht auf dem Stadtstrand. Da haben wir genau das Thema angesprochen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Ist top, ja. Einfach vorbeikommen, also, und ausprobieren und genießen. Und man kann im Original-Strandkorb sitzen, ne? Original-Strandkorb von der, ich glaube, Nordsee haben sie die... Ja, irgendwie so. Und das ist ja auch das Faszinierende, was ich finde, das ist ja jeder Stadtstrand, das ist ja unglaublich inflationär geworden, wie viel es da jetzt gibt, setzt ja auf dieses Karibik-Gefühl, ne? So ein bisschen, du hast immer das Gefühl, du sitzt irgendwo in Jamaika. Und ihr habt jetzt bewusst gesagt, okay, wir machen es eine Nummer edler, gehen eher in Richtung Nordostsee und setzen damit auch ein Alleinstellungsmerkmal. Die Idee kam von den Betreibern. Und haben damit eigentlich bei ihrer Vorstellung absolut gepunktet, haben den Stadtrat überzeugen können und haben es auch wirklich 1:1. Also da wurde nichts versprochen, was jetzt nicht gehalten wurde. Im Gegenteil, ich habe gestern von einigen Plänen erfahren, die ich aber jetzt noch nicht nennen darf, die legen nochmal nach. Also die sind ganz euphorisch auch nach der ersten Woche und die haben noch was in der Hinterhand, da kommt noch was. Ebbe und Flut? Ebbe und Flut nicht ganz, aber fast. Jetzt bin ich sehr gespannt, aber ich weiß nicht, ob wir da mehr aus dem Kreuz leihen können. Das werden wir jetzt gleich mal intern noch klären. Wir kommen jetzt zu Marc Knopfler im weitesten Sinne. Also was heißt im weitesten Sinne? Dire Straits mit einem Titel, wo du jetzt auch gesagt hast, haben wir jetzt ein bisschen getrickst. Wir hatten Dire Straits eingeplant, haben wir jetzt ein Lied rausgesucht, das dir auch wieder besonders gut gefällt von denen und schon im Hinblick auf das große Open-Air-Konzert. Genau, Money for Nothing. Adele, um 12:08 hier bei Radio Primaton. Nach wie vor hören Sie Lloyd von da, unser Sonntagsgespräch mit dem Leiter des Kissinger Stadtmarketings, Thomas Lutz. Und jetzt haben wir gerade über das mediterrane Flair Kissingens gesprochen und gesagt, Mensch, wie schön ist es am Stadtstrand oder abends einfach am Saaleufer zu sitzen, auf die Palmen zu schauen, im Rosengarten zu flanieren. Und dann denkt man immer so, Mensch, Leiter Stadtmarketing, ne? Eigentlich immer mit einem Cocktail in der Hand irgendwo an einem Ort, wo es schön ist. Aber es gibt dann auch so die ganz profanen Aufgaben des Lebens, hast gerade gesagt, naja, was steht demnächst so an? Beispielsweise Kanalbauarbeiten. Ja, okay, da haben wir natürlich unsere Fachbereiche, Thema Tiefbau behandelt das natürlich ganz deutlich, aber für das Stadtgepräge natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema im Moment und wir können es eigentlich nicht mehr weiter aufschieben. Also mein Kollege, der Thomas Hornung, hat es so im Detail ausgearbeitet, da wird einem wirklich Angst und Bange, wenn man sieht, wie alt und in welchem Zustand wirklich die Kanäle im Zentrum unserer Stadt sind, da ist nicht mehr lang hin, dass einige Hausanschlüsse dann auch versagen. Mhm. Wir hatten ja die erste Maßnahme schon gehabt vor 2 Jahren, direkt vor dem Rathaus. Ein, ich glaube, 8 Meter tiefes Loch auf 20 Meter Länge und 15 Meter Breite, so ungefähr, der ganze Platz war offen. Und da hat man erst mal gesehen, welche Vielfalt, in welcher unterschiedlichen Tiefenschichtung, welche Dimension das hat, ne? Die Kanäle verlaufen und dann sieht man, legt man mal die Pläne daneben und guckt dann wirklich mal da rein, was denn tatsächlich da ist. Da stimmt nicht alles überein, um es mal gelinde auszudrücken. Also das ist so ein bisschen so ein kleines modernes Puzzle unter Tage, sage ich mal. Spannende Thematik. Aber wir müssen das angehen. Es ist ganz wichtig für unsere Stadt,
dass wir da die Kanalsituation verbessern, deutlich verbessern und das so verträglich wie möglich, gerade für unsere Innenstadt und für den Einzelhandel und Gastronomie und für unsere Besucher, vonstatten gehen lassen. Ich wollte gerade sagen, es wird spannend für die Autofahrer. Eine Mammutaufgabe, ja. Eine Mammutaufgabe. Was steht sonst noch an? Kann man sagen, so Projekte, die dich jetzt in nächster Zeit verstärkt beschäftigen werden? Ein Großprojekt im Moment und ist auch schon am Laufen, ist das Luitpoldbad. Wird ja umgebaut zum Behördenzentrum. Natürlich gibt's da immer ein weinendes und ein lachendes Auge. Man hätte sich vieles vorstellen können, wenn denn jemand mit viel Geld da gewesen wäre. So hat es aber auch der Stadtrat und auch der Oberbürgermeister zustande gebracht, mit allen beteiligten Protagonisten das Behördenzentrum nach Bad Kissing zu bekommen und dann hier gewisse bereits vorhandene Strukturen umzusiedeln. Davon bin ich dann auch im positiven Sinne betroffen. Das heißt, Kissinger Sommer, ich werde mit meinem Büro dann 2017 in dieses neue Behördenzentrum dann umziehen. Freuen wir uns auch alle darauf. Natürlich eine sehr schöne Lage, sehr nahe Lage auch zu den Konzertsälen, was für uns natürlich sehr, sehr wichtig ist. Von der Logistik her schön. Von der Logistik her. Und von daher für mich der absolut richtige Schritt, die Büroräume dann im Luitpoldbad aufzustellen oder einzubringen dann auch. Ja, und die anderen Baumaßnahmen, der Steigenberger haben wir vorhin angesprochen. Und dann gibt es natürlich noch einige weitere bauliche Geschichten, die wir angehen müssen und angehen werden, aber das haben die Kollegen vom Bauamt gut im Griff. Thema Straßensanierung, kleine Schritte führen da zum Ziel. Also da, wenn alles auf einmal erledigt werden müsste, was die Straßen im Umgriff und in Bad Kissing betrifft, dann wären wir wahrscheinlich innerhalb einer Woche arm. Das wollen wir natürlich nicht. Wobei es mich auch immer total verblüfft, wie viel da wirklich gemacht werden muss und wie stressig der Job ist. Und ich kenne dich jetzt auch nur so, dass du eigentlich permanent mit dem iPad in der Hand, wenn man dich irgendwo sieht, unterwegs bist. Das heißt, das ist auch durchaus ein Job, wo man sagen muss, man ist eigentlich immer im Dienst. Ja, man möchte es aber auch sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Thema iPad, Thema Smartphone ist eigentlich das Büro. Inzwischen ist es ja egal, wo man eigentlich sitzt. Wichtig ist, dass man A, erreichbar ist und B, natürlich das Netzwerk dann dementsprechend auch zusammenstellen kann, dass es dann funktioniert. Ich habe das festgestellt, noch eine kleine Geschichte. Wir haben im September ja einen Marathon in Bad Kissing und die haben natürlich alle ihre Aufgaben und am Wochenende ist der Großkampftag. Also jedes Wochenende haben wir immer so 1 bis 4 Stunden Besprechung per Telefon über dieses Thema, weil es halt unter der Woche einfach nicht geht, weil der in seiner normalen, geregelten Arbeit nachgehen muss. Und wenn man so ein Großprojekt dann stemmen will, dann geht's halt in den Abendstunden oder am Wochenende einfach weiter. Ganz normal, macht auch Spaß und ja, muss auch so sein. Jetzt haben wir über unheimlich viele Großprojekte schon gesprochen, von Open Airs über Kissinger Sommer, über Marathon. Abenteuer Allrad haben wir ganz am Rande mal erwähnt, ist ja auch ein Wahnsinnsding, Europas größte Offroad- und Allradmesse in Bad Kissingen. Jetzt entscheidet ihr euch manchmal aber auch bewusst gegen etwas, so zum Beispiel jetzt Braveheart Battle. Da habt ihr gesagt, ne, passt irgendwie nicht zu Kissingen. Ja, wobei den Satz, nee, passt nicht zu Kissingen. Passt nicht zu Kissingen, ist zu platt formuliert. Der ist ganz am Ende eines Entscheidungsprozesses. Also das Schöne ist ja in Bad Kissing, dass wir so weit sind, dass wir uns wirklich vieles ansehen und wirklich vernünftig prüfen, ob es denn dann eben zu uns passt. Und beim Braveheart Battle war es so, dass wir seit Jahren eigentlich schon in Kontakt stehen. Ich habe mir das auch in Münnerstadt angeguckt. Wir haben selbst 2 Jahre lang auch Hindernisse gestellt vom Stadtmarketing aus. Bad Kissinger Hindernis war eine super Geschichte, hat wahnsinnig Spaß gemacht und auch da haben wir immer gesagt, Mensch, wäre doch vielleicht mal was für uns, lass uns mal prüfen, ob es machbar ist. Jetzt hat Herr von Hippel einfach die Anfrage gestellt, unser Stadtrat hat sich das angeguckt, wie sein Produkt denn nach Bad Kissing passen würde und dann haben aber beide Seiten nach, ich glaube, 4 Wochen intensiven Gesprächen entschieden, nee, es kommt nicht zueinander, weil die Streckenführung im Herzen unserer Stadt wäre zu gewaltig gewesen. Bei über 3000 Teilnehmern durch den Rosengarten, durch den Luitpoldpark, am Gradierbau entlang, das haut nicht hin, das verträgt sich einfach nicht. Und außerorts wollte er nicht, hat schon was gesucht mit Stadtnähe, was aus seiner Sicht auch nachvollziehbar ist. Das heißt, ihr hättet die Möglichkeit gehabt, eben da, wo jetzt beispielsweise auch die Abenteuer Allrad stattfindet, da oben hättest du ja laufen können wie ein Weltmeister, ne? Natürlich, Ausweichflächen wären überhaupt kein Thema gewesen, aber dann muss es auch wieder zu dem Betreiber passen, der muss es auch wollen und muss sagen, nee, ich will die Stadtnähe, ich will den Kernstadtbereich haben. Und dann mussten wir schweren Herzens sagen, nee, es passt einfach nicht, wir kommen nicht zueinander. Und vielleicht auch die richtige Entscheidung, wenn es immer so 3.500 Leute, die durch den Rosengarten walzen, da wäre danach so eine Grundsanierung fällig gewesen.
Ja, das wäre das eine. Und wir haben natürlich abgewägt. 3.500 Menschen, die Sport treiben, Extremsport treiben. Bestimmt 2.000 Menschen, die aber auch übernachten wollen. Oder 1.500 Menschen, die übernachten wollen. Was natürlich auch ein lukratives Geschäft wäre. Und dann gilt es das einfach auch politisch abzuwägen. Umwegrentabilität mit dem Aufwand, um dann wieder was instand zu setzen und. Und dann ist man halt jetzt zu dieser Entscheidung gekommen. Das sieht man aber auch wieder an diesem Beispiel ganz, ganz schön, dass, glaube ich, viele Menschen, die dann vielleicht einen Leserbrief schreiben, mehr oder weniger wutentbrannt oder glücklich, wie auch immer, oder sonst wie einen Kommentar geben oder dich vielleicht in der Stadt ansprechen, gar nicht so dieses Gesamtbild haben, wie viel da wirklich hinter den Kulissen nachgedacht und gemacht wird, dass ihr so eine Entscheidung auch in keiner Form übers Knie brecht. Also der Stadtrat ist in Bad Kissingen sehr behutsam und sehr bedächtig letztendlich und prüft auch seine Entscheidung sehr eingehend. Also das muss man wirklich sagen. Das macht auch Spaß, dann eben mit ihm zusammenzuarbeiten. Deshalb viel schlimmer wäre es, wenn da willkürlich irgendwelche Entscheidungen fallen würden und man nachher mit den negativen Auswirkungen dann klarkommen muss. Und von daher ist mir der Weg der Prüfung viel lieber und wertvoller für die Stadt dann auch, weil es soll ja zukunftsbildend sein. Und der Braveheart Battle hätte uns ja gut zu Gesicht gestanden, war aber einfach nicht machbar. Und das muss man dann akzeptieren. Dafür haben wir aber den tollen Event des Lauf-Events mit dem Marathon. Und da haben wir ja schon tolle Erfolge mit unserem Rakuzi-Lauf, den wir im Frühjahr gesetzt haben. Und die Anmeldezahlen für den Marathon, die steigen jetzt stetig an. Klar, schönes Wetter, die Leute gehen raus. Und ganz witzig, die Polizei hat sich, war eine der ersten Firmen oder Gruppen, die sich angemeldet haben mit über 40 Leuten. Da bin ich mal ganz gespannt. Die Jungs müssen ja fit sein und die Damen. Du läufst selber auch mit? Nein, bist du wahnsinnig. Hätte ja sein können. Ohne Ball wird nicht gelaufen. Alles klar. Jetzt hören wir was auf jeden Fall stattfinden wird. Wir hören Roxette und die sind ja auch in absehbarer Zeit in Kissingen. 4.7., ne? 3.7. Ja, 3.7. 3.7. Roxette, 4.7. Knopfplatz, so rum was. Leut von da, das Radio Primaton Sonntagsgespräch. Für die schönste Region Franken. Wunderschönen Vormittag. An diesem Sonntagmorgen, 4 Minuten nach 11:30. Wir haben Leut von da für Sie, unser Sonntagsgespräch. Zu Gast Thomas Lutz, Leiter des Stadtmarketings in Bad Kissingen. Thomas, wir haben über unheimlich viel schon gesprochen, über Bad Kissingen. Wir haben eine Sache ausgelassen bislang oder zumindest nur am Rande gestreift, glaube ich aber trotzdem eigentlich das Ereignis, wo, würde ich mal sagen, gefühlt die meisten Menschen an einem Wochenende in Bad Kissingen sind, oder? Rakoczy-Fest. Das Rakoczy-Fest, genau. Immer das letzte zusammenhängende Wochenende im Juli jeden Jahres. Wir sind ja bei über 60 Festen, die da bereits gefeiert wurden in Bad Kissingen. Fulminantes Wochenende, macht richtig Spaß. Wir hatten teilweise bei schönem Wetter schon im Durchlauf über 100.000 Gäste zu diesem Fest, was für die Stadtgröße natürlich gewaltig ist. Und ja, wir fiebern alle so ein bisschen immer auf unser Wochenende. Das ist so ein für die Einheimischen so ein bisschen auch die Auswärtsarbeiten, so ein Coming-Home-Gefühl. Meet and Greet, alte Schulklassen, Kumpels. Inzwischen wird ja alles über Facebook gesteuert. Und hat da so seine Insider-Kneipen und Tipps, wo man dann immer sich trifft zu gewissen Uhrzeiten, was total spannend ist. Aber gibt natürlich auch von den Programmpunkten her noch sehr, sehr viel zu erzählen. Ja, es ist jetzt auch so ein Fest, das wirklich alles so verbindet. Du hast einerseits diese Kneipen-Party-Stimmung mit Bands auf der Straße und die Stadt lebt für eine komplette Nacht. Das ist unglaublich. Also nicht nur für eine Nacht, für ein ganzes Wochenende. Auf der anderen Seite hast du dieses ganz Traditionelle mit Ball, mit Gläserpolonaise, mit Festzug. Was ist jetzt das, kann man das überhaupt sagen, was das Wichtige oder was ist das Herz des Rakoczy-Festes? Du hast eigentlich ganz gut beschrieben, aber nicht nur für das Fest, wenn ich ganz kurz sagen darf, Bad Kissingen sieht sich eigentlich genauso, diesen Spagat zwischen jung und dynamisch und feiern und älter und mondän und souverän. Es ist eigentlich gar kein Spagat mehr für uns. Beim Fest zeigen wir es seit Jahrzehnten, dass wir es so können, dass wir Bad Kissinger einfach so sind. Und vom Gesamtbild der Stadt ist es einfach so, dass wir alle Altersklassen ständig wunderbar bedienen können in Bad Kissingen. Und jetzt einen Schwerpunkt drauf zu legen, ob das Feiern oder das Mondäne, das Historische oder das Neue jetzt das Wichtige ist, das möchte ich gar nicht. Ich will es einfach zusammen sehen und sagen, wir haben alle eine so hohe Wertigkeit bei unserem Fest auf jeder Seite, da können wir gar auf keine Seite verzichten.
Also wir möchten beide Seiten eigentlich ausbauen. Das haben wir jetzt zum Teil durch die Medienwiese gemacht, wo Radio Primaton ein toller mit Partner für uns ist. Mit dabei. Danke, das wollten wir hören, ja. Das musste ich jetzt auch sagen. Du hast mir doch den Fuffi schon rübergeschoben, oder? Ja, den hat der Chef gesponsert. Gut, sehr gut, danke. Und da haben wir halt erlebt, da haben wir eine neue Gästestruktur mit an Land gezogen, weil Radio Primaton hat natürlich viele Zuhörer auch aus dem Schweinfurter Raum und die kommen dann natürlich auch mal nach Bad Kissingen, werden neugierig dadurch und das war ja genau die Intention. Und wer einmal zum Rakuzi-Fest in Bad Kissingen war, der kommt ganz sicher auch unter dem Jahr dann einfach so mal nach Bad Kissingen, um zu schauen, wie es denn sonst noch so ist. Das mal auf alle Fälle. Und natürlich ist auch dieser klassische Teil, der, also ich erlebe das ja bei den historischen Persönlichkeiten, wo ich seit einigen Jahren so am Rande auch ein bisschen mit dabei sein darf. Das sind ja Menschen seit Jahrzehnten mit einem Herzblut dabei, die leben in dieser Rolle. Ich kriege also E-Mails von den netten Kollegen dort, die dann auch wirklich mit König Ludwig unterschreiben und so. Das ist unfassbar. Das ist total genial. Da gibt's natürlich unsere Autogrammstunde zum Beispiel, wo man einfach so dieses Höfische etwas nachempfinden kann und sich dann Autogramme von unseren historischen Persönlichkeiten dann auch geben lassen kann. Du hast natürlich leicht untertrieben, also du in deiner Rolle als Hofmarschall bist ein wichtiger Bestandteil, gerade in unserer Szenerie des Vorstellens unserer Persönlichkeiten. Das muss ja auch standesgemäß dargeboten werden. Man kann nicht sagen, ey, da kommt jetzt gerade mal der König vorbei, sondern das muss ja auch passen und das magst du ja auch sehr gut. Also von daher. Ja, aber ich fühle mich da immer noch so wie der Welpe im großen Wolfsrudel, weil das ja schon Leute sind, die das wirklich seit vielen Jahren machen, eine Erfahrung besitzen, die unglaublich ist und auch eine Souveränität in so einer Rolle haben, die sich, also bei denen hast du halt nicht das Gefühl, dass die sich verkleidet fühlen, sondern dass die einfach diese Person werden. Und das ist, wenn man die dann so vorher bei diesen Vorabübungen sieht, so in Flipflops mit Shorts und einem bedruckten T-Shirt und dann an dem Abend dann beispielsweise als russischen Zaren oder so, dann denkt man sich so, wow, ey, das ist eine Veränderung, das ist unglaublich. Ja, ich vermeide immer den Begriff zu verwenden, Laienschauspieler, der sagt es nicht. Das ist zu wenig. Laienschauspieler, die lernen vielleicht mal ein Jahr lang eine Rolle ein und gut ist, Theaterstück, das war's. Die verkörpern und sind zum Teil auch diese Person, machen es auch teilweise über 25 Jahre bereits, sind da mit wirklich viel Leidenschaft und Herzblut mit dabei und transportieren das aber eben auch an unsere Gäste und an unsere Besucher. Und das ist das eigentlich Wichtige. Vergessen wir mal die Rolle, die da gespielt wird, reingeschlüpft. Es sind alle Botschafter Bad Kissingens. Und das machen sie mit so viel Inbrunst, dass der Nachhall nach dem Fest, was wir da an Mails, an Zusendungen noch bekommen, an teilweise Kritik, aber eine Flut an positiver Stimmung, die muss man erstmal erreichen. Und das schaffen wir durch die historischen Persönlichkeiten. Also herzlichen Dank, Historische. Weiter so. Auf jeden Fall. Wir freuen uns schon auf dieses Jahr. Und es ist natürlich auch so, dass man sagen muss, ihr habt ja auch diesen Ball am Abend, der ja auch wirklich ein Highlight ist. Und ich weiß nicht, ob es irgendwo anders noch vergleichbare Bälle gibt. Ich glaube, in der Region wird es sehr dünn, was das angeht. Ich vergleiche es immer so gefühlt für mich ein bisschen mit dem Wiener Opernball, weil du auch so alle Altersstrukturen hast und teilweise auch ganz schräge Vögel hast. Ich erinnere mich immer so an ein paar, die dann auch in historischen Gewändern kommen oder die ganz besonders flippig sind, dann auch bei dieser Polonaise, wo die ganze Ballgesellschaft durch die Stadt läuft und sich quasi angucken lässt, da bewundert werden. Das ist auch ein absolutes Highlight dann wieder irgendwie. Ja, also der Ball hat dazu geführt, dass einige Gäste sagen, ich bin Teil dieser Welt, dieser historischen Welt, die da in Bad Kissingen einfach nachempfunden werden kann. Und sind da plötzlich gekommen, haben sich selbst historische Kostüme angeschafft oder nähen lassen und sehen da wirklich top aus darin. Also die Ballkleider der Damen sind fantastisch, also immer bewundernswert, wie so etwas herkommt und tauchen natürlich in diesen höfischen dargebotenen Ball dann auch zu 100% ein. Und das ist vom Marketing her natürlich allererste Sahne, wenn man sowas hinbekommt. Das freut uns dann schon immer sehr. Nachahmung ist der größte Beweis von Bewunderung. So ist es, genau. Und was ich besonders spannend finde, es wird in diesem Jahr einiges ein bisschen anders werden, ohne mit der Tradition zu brechen. Das ist ja immer, du hast gesagt, nicht mit dem Breitschwert, sondern mit dem Florett an eine Sache rangehen. Genau. Es gibt diesmal mit Tino Paunack jemanden, der, wir haben es vorhin schon gesagt, nicht nur Rosenköniginnen coacht, sondern auch historische Persönlichkeiten coacht. Das ganze Prozedere dieses Balls auch ein bisschen verändern wird, ohne, wie gesagt, die klassischen Elemente komplett rauszunehmen. Wird spannend dieses Jahr, oder? Wird sehr interessant. Wir haben ja mit einer relativ großen Gruppe zu arbeiten, sprich 30 historische Persönlichkeiten gilt es da zu koordinieren. Und in ihrer jeweiligen Rolle, die sie spielen müssen, die auch in unterschiedlichen Epochen und mit unterschiedlichen
Aufgabengebieten natürlich versehen waren, da etwas herauszukristallisieren, das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe für den Tino. Aber mit ihm haben wir, glaube ich, den richtigen gefunden dann auch. Und das Coaching ist schon teilweise schweißtreibend. Also ich habe da was gehört, die waren da so 3 bis 5 Stunden dann mal unterwegs zusammen und haben da gebrieft und die Laufwege einstudiert und die Gesten einstudiert und auch die Art und Weise des Sprechens einstudiert. Ja, wir freuen uns auf den Ball in diesem Jahr. Vor allem ist es auch so total faszinierend, weil er halt auch so neue Wege geht im Coaching. Man müsste eigentlich fast so einen Hinter-die-Kulissen-Bericht mal drehen. Also ich habe ihn erlebt, wie er dann in diesem Saal steht, in diesem Max-Littmann-Saal. Es ist eine wunderschöne Atmosphäre. Die historischen Persönlichkeiten sind da und der Tino erklärt dann am Hand des neuesten David Guetta-Songs, wie man sich denn auch bewegen kann. Und die Leute sind aber dabei. Das ist total genial. Okay, ich hoffe, dass unser Orchester dann nicht mit David Guetta plötzlich startet. Ja gut, Guetta, Garrett, das ist ja so weit ist die Band. Kleine Unterschiede in der Schreibweise. Minimal noch, ja. Ne? Wobei ich immer wieder Leute erlebe, die es verwechseln, aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber wird auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Was ist so dein persönliches Highlight beim Rakocifest? Worauf freust du dich am meisten? Meet and greet mit den Menschen. Ich kann jetzt keinen einzelnen Programmpunkt herausarbeiten. Im Vorfeld, muss ich sagen, macht mir am meisten Spaß. Sehr kommunikativ und ein unglaublich großes Netzwerk. Wir sind ja mit weit über 150 Kollegen da am Start. Kurgärtnerei, unser Servicebetrieb, natürlich auch die örtliche Gastronomie, die da mithilft, Feuerwehr und Polizei. Das geht dann alles auch immer Hand in Hand recht gut vonstatten. Das ist mein Highlight im Vorfeld. Und am Fest selber, muss ich sagen, ist natürlich der Sicherheitsgedanke so ein bisschen, so eine kleine Glocke für mich persönlich jetzt darüber. Und an jedem Abend, wenn dann so Saale brennt vorbei ist oder am Sonntag dann das Feuerwerk vorbei ist und der Ball dann gut funktioniert hat mit der Gläserpolonaise, dann fällt jeden Abend immer so eine Schicht mehr an Anspannung ab, muss man dann schon sagen. Und dann genieße ich dann so das Feierabend-Cocktailchen irgendwo in der ruhigen Ecke, wenn es die gibt, war da kurz hier fest. Das genieße ich dann schon sehr. Ja, den Sicherheitsaspekt, den du gerade ansprichst, da sind so viele Sachen dabei, die man, glaube ich, als Außensteher auch gar nicht so, also wenn ich allein denke, bei diesem Saale brennt, wo die historischen Persönlichkeiten über die Saale gezogen werden, da sind ja Menschen im Wasser von der Wasserwacht, die da im Neoprenanzug die Leute durch die Saale ziehen, das ist ja auch derartig viel, was da hinten dran ist, was der Gast ja zum Glück auch nicht sieht, um sich von dem Ereignis verzaubern zu lassen, wo aber ja ständig jemand ein Auge auch drauf haben muss. Ja, also wenn man sich vorstellt, freistehend auf einem kleinen Bötchen ist ja jetzt auch nicht der große Aspekt, dass man sich da irgendwo noch halten könnte und. Und die Wassertiefe der Saale ist in dem Bereich vielleicht bei 80 Zentimeter, 90 Zentimeter. Wir staunen zwar und. Aber da sind zwischen 10 und 15 Zentimeter maximal noch rauszuholen. Und wenn dann jemand ins Wasser kippt und unglücklich fallen würde, also das sind schon Aspekte, wo man dann wirklich sich Gedanken macht. Und das soll ja auch eine tolle Performance sein. Das heißt, man kann ja da nicht ängstlich winkend auf dem Bötchen stehen und sich darunter zittern, sondern die Gäste erwarten ja dementsprechend auch einen Auftritt und den liefern unsere Historischen natürlich auch ab. Und daher Dank an die Wasserwacht und DLRG, die uns da immer mit Rat und Tat auch zur Seite stehen. Gibt es von dir einen Tipp, wie übersteht man so ein Wochenende? Ich meine, schlafen wirst du kaum, oder? Ja, es ist wenig Schlaf, ganz wenig Alkohol. Man meint immer, dass man da auch so mit eintaucht und sonst noch was, das verbindet sich nicht. Aber man ist so ein bisschen tragen durch die positive Euphoriewelle durch das Fest. Und mein Tipp, alles angucken, überall hingehen, flanieren und vor allem froh sein darum, dass wir nur 3 Euro für ein komplettes Wochenende als Eintritt nehmen und damit eigentlich, ach Gott, über 20 Spots darbieten und kulinarisch alles anbieten und einen tollen Festzug anbieten und das für 3 Euro in Bad Kissingen ein ganzes Wochenende, also das muss man anderweitig erstmal finden. Praktisch nicht zu toppen. Wir hören noch ein bisschen Musik und dann sind wir schon bei der Schlussrunde. So, wir sind zurück um 10 Minuten vor 12 hier bei Radio Primaton bei Lloyd von da mit Thomas Lutz und haben den Leiter des Stadtmarketings Bad Kissingen bei uns, der vorhin gesagt hat, laufen nur, wenn ein Ball dabei ist. Das heißt, so der Marathon und Extremsportler bist du nicht, obwohl du eigentlich sehr sportlich bist als Ausgleich, oder? Ja, aber der Spieltrieb ist da sehr ausgeprägt bei mir und deswegen sind so Sportarten, wo Tennis, Tischtennis, Fußball, Basketball, überall wo ein Ball dabei ist, das macht dann wahnsinnig Spaß. Und ich habe zwar 3 Jahre lang mal Leichtathletik betrieben und habe auch so Crossläufe gemacht, aber mit A geringem Erfolg und B war dann die Motivation dann irgendwann mal nach 3 Jahren auch weg. Und deswegen
wäre für mich jetzt auch so ein Extremsport jetzt nicht so mein Highlight, sage ich mal. Also ich muss jetzt keinen Marathon laufen letztendlich. Aber sagen wir, du sagst Crossläufe gemacht, also Braveheart Battle wäre zum Beispiel wieder was gewesen für dich eigentlich, ne? Ja, das wäre absolut eine Herausforderung gewesen, weil das Profil natürlich auch super ist. Also die Veranstalter haben da was zusammengestellt, was einzigartig ist meiner Ansicht nach. Und da bin ich ja ganz stolz drauf, dass es bei uns in der Region, nenne ich es jetzt einfach mal großspurig, dass es bei uns in der Region stattfindet. Na, und jetzt dann, klar, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, auch so ein kleines weinendes Auge, weil man es natürlich als Marketingleiter gerne in Bad Kissing gehabt hätte. Aber da muss man auch dem Willen und dem Wunsch des Betreibers nachvollziehen können, der mit allen Behörden, Wasserwirtschaftsamt, Naturschutzbehörde, natürlich der Kommune und alles abgesprochen hat und hat dann einfach gesagt, die Voraussetzungen für uns sind in Bischofsheim mehr Berge und Thema Naturschutz wird da auch anders behandelt, einfach positiver und besser. Und das muss man dann als Mitbewerber dann auch einfach akzeptieren. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und nichtsdestotrotz, ich werde mir das in Bischofsheim angucken, weil ich natürlich auch ein Fan von Anfang an war. Mhm. Hat ja auch gezeigt, wir haben ja auch die ersten, ich müsste eigentlich direkt mal nachfragen, ob wir noch ein Hindernis stellen können aus Bad Kissing. Ein Bad Kissinger das Hindernis. In Bischofsheim, das wäre eine Show. In Bischofsheim wäre natürlich fantastisch. Also von daher, vielleicht hört ja jemand zu. Also da können wir ja gleich mal, Idee, so, gleich so eine Rosenhecke oder sowas, ne? Ja, sowas Verrücktes dann eben. Nee, also von daher muss man das absolut akzeptieren und nachvollziehen, dass er aus Gründen des Naturschutzes dann sich für Bischofsheim entschieden haben. Weil man wirklich sagen muss, toller Veranstalter, der auch dafür sorgt, dass da wirklich alles perfekt läuft und auch danach wieder alles in den Urzustand versetzt wird. Also da gäbe es auch wirklich von eurer Seite aus nie ein Bedenken. Also das in keinster Weise. Ich war die ersten beiden Jahre in Münnerstadt mit dabei, habe mir das angeguckt und auch viele Gespräche dann damals mitgeführt, haben auch die Strecke mit angeguckt und abgefahren, weil wir unser Hindernis auch platzieren wollten. Und das war von Anfang an sehr, sehr professionell und sehr positiv. Sehr verrückt auch, im positiven Sinne sehr verrückt. Und von daher freut es mich wahnsinnig, dass da der Erfolg so nachhaltig da ist. Und man darf ein was nicht vergessen. Bad Kissing hat ja wirklich auch davon profitiert, weil einige Übernachtungen waren natürlich, sind wir mal ganz ehrlich, dann auch schon in Bad Kissing. So schön wie Münnerstadt ist. Ja, natürlich. Bevor wir da jetzt jemanden auf die Füße drehen. Wie geht's jetzt für dich heute weiter? Du bist jetzt gleich eigentlich auf dem Weg, um die Hotel-Challenge der Rosenköniginnen mitzunehmen. Genau, da begebe ich mich dann kurz hin, schau mal, wie da alles läuft, wie da die Stimmung ist. Die wird positiv sein, die wird gut sein. Freue ich mich jetzt schon drauf, weil das immer ganz ganz interessante Geschichte ist, die da oben abläuft. Und dann anschließend geht's gleich zum Fußball weiter. Ich bin ja noch leidenschaftlicher Fußballtrainer in Bad Kissingen, ja. Mhm. Wir kämpfen um den Erhalt in der Bezirksliga und habe da eine ganz angenehme Truppe beim FC 06. Also die Jungs machen richtig Spaß und richtig Laune. Und heute haben wir das große entscheidende Spiel. Wenn wir heute gewinnen, haben wir die Chance, in der Relegation noch die Klasse zu halten. Wen schlagt ihr heute, um das kurz zu sagen? Also wir müssen schlagen die zweite Mannschaft von Großbadorf. Diese Grabfeld-Gallier nennt man. Ja, den, ne? ja, genau. Also die werden natürlich mit hoher Kampfeslust kommen, aber wir werden uns dagegen stemmen. Also 2-1 für uns, ganz klar. Ist jetzt, muss das Spiel überhaupt noch stattfinden oder steht es eigentlich schon fest? Für mich steht es schon fest, aber ich glaube, es muss noch stattfinden. Alles klar. Das heißt aber, es ist eine Riesenleidenschaft von dir auch, so Sport, Fußball. Du hast, glaube ich, auch Pferde, ne? Also meine Frau hat 2 Pferde. Wir haben uns jetzt einen jungen Isländer gekauft, mit 5 Jahren, noch ein ganz verrückter Vogel, der richtig Laune macht. Und da verbringen wir eigentlich auch viel Zeit miteinander dann bei den Pferden. Das ist ein schöner Ausgleich. In der Natur dann, der Hund noch mit dabei, der seiner Frisbee-Scheibe hinterherjagt. Und dann die 2 Pferde, ein deutsches Reitpony und der Isländer eben. Ja, das ist schon, ja, da kann man schön die Seele baumeln lassen dann auch. Ich überlege jetzt, ob die Verbindung mit Ball, ob Polo dann vielleicht noch eine Idee wäre. Wäre schade um die Pferdebeine. Das ist auch wieder bei. Das bekomme ich dann nicht hin. Aber so diese Fußball- und Trainergeschichte, das machst du auch bewusst als Ausgleich dann, um zu sagen, okay, da kriege ich den Kopf wirklich frei. Das mache ich eigentlich seit meinem 20. Lebensjahr. Das heißt, ich bin seit 26 Jahren ununterbrochen Trainer. Auch wenn man es nicht braucht, aber ich habe da meine Trainerscheine dementsprechend, C-Lizenz, B-Lizenz, die A-Lizenz abgelegt und jedes Jahr geht es dann auf irgendeinen Kongress in irgendeiner Bundesliga statt und das ist so eine große Leidenschaft, einfach da einzutauchen, mitzubekommen, was sich Neues auf dem Fußballsektor so ein bisschen gibt und das macht richtig Spaß und dann, ja, halt die Trainerleidenschaft hat noch nicht nachgelassen, muss ich sagen. Persönlicher Traum, außer dass ihr heute 2-1 gewinnt, was willst du unbedingt noch erreichen, auch mit der und für die Stadt Bad Kissingen? Noch mehr Gäste nach Bad Kissing, noch mehr Hotels nach Bad Kissing, dass wir wahrgenommen werden mit unserer Lebensfreude, die wir tatsächlich schon haben und dass alle, die heute zugehört haben, neugierig sind auf Bad Kissing.
Ich glaube, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat riesen Spaß gemacht. Mir auch. Und wir lassen dich jetzt auch gleich los, weil es wird schon relativ knapp für die Hotel-Challenge. Ne? Ja, schnell ins Auto und los geht's. Alles klar. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.